Wenn wir einmal auf die einzelnen Waffen blicken, die ja schon geliefert worden sind, dann hat ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder betont, das ist schon viel gewesen, unter anderem das Luftabwehrsystem Gepard. Das sollte am Anfang ja dafür genutzt werden, die Infrastruktur zu schützen, wird jetzt aber für die Offensive tatsächlich benutzt. Das heißt, das hat sich auf jeden Fall schon mal bewährt, ist ein wichtiger Baustein dieser jetzt Erfolge. Ja, natürlich. Wenn ich angreife, dann muss ich meine Flanken sichern, rechts und links, und muss natürlich Gegenangriffe abwehren. Ich kämpfe dann auf der äußeren Linie, und deshalb ist natürlich der Flugabwehrschutz extrem wichtig. Aber wichtig sind natürlich auch Kampfpanzer und auch Artilleriesysteme. Bei den Kampfpanzern und Artilleriesystemen würde da noch mehr gehen? Hat Deutschland die Möglichkeiten, tatsächlich mehr zu liefern oder auch anderes, weiteres Gerät zu liefern? Wie schätzen Sie das aktuell ein? Also ich denke, wir müssen uns jetzt entscheiden in der Bundesrepublik Deutschland, wie wir die Ukraine unterstützen. Es hat ja bis jetzt nach meinem Wissen noch kein Land wirklich richtige Kampfpanzer geliefert. Aber ich denke, dass es, wie Frau MdB Strack-Zimmermann sagt, dass wir auch Kampfpanzer liefern müssen und natürlich auch weitreichende Artilleriesysteme. Es geht jetzt ums Ganze, denke ich. Die Ukraine ist offensichtlich in der Offensive, und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass die politische Stellung Putins weiter geschwächt wird. Bei diesen Panzern, da hören wir zum einen keine Alleingänge, zum anderen weiterhin Zögerlichkeiten, was schwere Waffen angeht. Denken Sie, das ist jetzt noch der richtige Moment dafür? Jetzt wurden schon so viele Waffen, auch immer größere, immer schwerere Waffen geliefert. Muss man jetzt noch Rücksicht darauf nehmen, ob man Russland und vor allem Putin in irgendeiner Weise damit noch weiter reizen könnte? Naja, wir können ja nicht auf der Mitte stehen bleiben. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, diese Entscheidung ist nach meiner Auffassung richtig, schwere Waffen zu liefern. Wenn wir jetzt aufhören, dann hätte das Ganze keinen Sinn erreicht. Also müssen wir diesen Weg gehen, und ich denke, es ist der richtige Weg, denn wir sehen bereits jetzt, dass politisch Putin auch geschwächt wird durch die Erfolge der Ukraine, die wir jetzt verstärken müssen mit allem, was wir haben. Mit allem, was wir haben, die Marder werden da jetzt auch immer wieder angesprochen, um Truppen auch geschützt an den nächsten Ort zu bringen. Wie wichtig sind sie jetzt für so eine Gegenoffensive, wie wir sie jetzt aktuell immer mehr in der Ukraine sehen? Ja, der Schützenpanzer Marder ist natürlich nicht der allerneueste, aber er kann eins, er kann Truppen geschützt in den Angriff voranbringen. Er hat eine hervorragende Bordkanone, er hat Panzerabwehrwaffen. Und ist insofern ein durchaus schnelles, flexibles, schweres Mittel, um einen Angriff voranzutreiben. Er ist eigentlich den russischen Schützenpanzern komplett überlegen, nach wie vor. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.